Moin moin Leute, willkommen zu mal einem etwas anderen Video hier auf diesem Kanal. Und zwar, ich hätte niemals gedacht, dass ich sowas mache. Aber ich habe mir gedacht, boah, das wäre eigentlich voll mal die geile Idee. Ich habe keine Ahnung, ob ich sowas kann. Und zwar, wie ihr schon im Titel gelesen habt, ein React? Und wozu? Das werden wir uns jetzt angucken. Richtig genau, Tube Clash! Dazu kurz zur Info, Tube Clash ist so ein YouTube-Projekt-Gedönse gewesen. So ein Animations-Film-Serien-Gedönse mit verschiedensten YouTubern. Das ist mittlerweile 6 Jahre alt. Ich glaube, es der erste Teil, also Episode 1, die wir uns gerade angucken, ist am 22.08.2014 rausgekommen. Das Ganze ist 6 Jahre alt. Ich habe das damals, als es rauskam, geguckt und seitdem überhaupt nichts mehr davon irgendwie verfolgt, so sag ich mal. Und ich muss sagen, ich bin jetzt gespannt, was Episode 1 für Erinnerungen wieder aufweckt oder was das in mir auslösen wird, muss ich sagen. Ich muss ja sagen, es ist grundsätzlich echt schön gemacht. Also muss ich ehrlich sagen, es ist echt super geil geworden. Das finde ich jetzt immer noch. Scheiße, Alter, holla die Waldfee. Oh, wo bin ich hier? Oh mein Gott, dieses Lied, oh mein Gott. Es ist einfach jetzt immer noch dieser dickste Gänsehautmoment. Oh mein Gott. Scheiße. Oh mein Gott, dieses Lied. Meinen Blick in den Himmel und der Regen färbt sich rot. Nun gegen die Gefahr, lass keinen Zweifel zu. Ich weiß, der Kampf ist nah, egal was ich auch tu. Treib die Dämonen aus, ich leg die Äxte an. Schrei endlich alles raus, was mich verdorben hat. Ich muss klatschen, ich muss reiten. Einfach nur für diesen Intro-Song hat sich das gelohnt. Alter, ist das gut. Leck mich fett. Boah, Scheiße, wie gut ist das, ey? Das bedeutet, nur einer kann gewinnen. Alle anderen müssen sterben. Was zum Fick, Alter? Das ist doch gerade eine Verarsche, oder? Oder haben die mich doch verschleppt? Ich wusste, ich hätte bei der letzten News-Folge nicht so gegen die Geheimdienste ragen sollen. Cute. Cute. Flan! Alter Falter, Gott sei Dank bist du hier, Mann! Titanen! Alles voller Titanen! Was heißt hier alles voll? Es sind doch erst ein paar Bände Attack on Titan raus. So voll kann dein Stapel der Schande also gar nicht sein. Sag mir lieber, wo wir hier sind, John. Ich hab keinen Plan, Mann. Ich kann mich irgendwie nur noch an den Shinigami erinnern und dann wache ich auf und BÄM! Alles voller Titanen! Warte kurz, John. Du hast einen Shinigami gesehen. Ja! Und echte Titanen. Ja! Willst du mir erzählen, wir sind hier in einer super coolen, abgefahrenen Manga-Comic-Welt gefangen, oder was? Genau so wie ungefähr. Bei dem Turm. Gibt's hier dann wenigstens auch Hentai-Bitches? Ich will Hentai-Bitches! Reiß dich zu!
zusammen, John. Gibt's dich auch in cool? Lass uns erstmal gucken, ob wir noch irgendwo wen finden. Transition! Hilfe, ich bin umgeknickt. Wieso rettet mich nur niemand? Das ist Good Mirror! Kali, Dr. Fly, da ist zur Hilfe! Hallöchen, Popöchen! Guten Morgen, Nichtswissende. Dies ist offensichtlich ein Hinterhalt, was man am sarkastischen Hallöchen, Popöchen meines Kollegen Grunz erkennen könnte, wenn man denn nur wollte. Ein Hinterhalt? Hä? Dachtet ihr echt, ich wäre so ein weinerliches Waschweib, das vom Umknicken anfängt zu heulen? Hä? Dachtet ihr das? Hä? Dachtet ihr das? Jetzt geht euch an den Kragen! Bravo! Eine wunderschöne Fresse! Hilf! Das wäre ja beinahe ziemlich in die Hose gegangen. Genau im richtigen Moment, Ali. Was war da gerade los? Ich habe ja schon gehört, dass Good Mirror sich aus der YouTube-Welt zurückgezogen hat und jetzt ein Einsiedlerleben im Land der Öffentlich-Rechtlichen führt, aber dass sie jetzt so abgedreht ist. Bestimmt eine Gehirnwäsche vom deutschen Geheimdienst, aber... Gronkh? Ich meine, was? Und auch der Doktor. Mensch, das ist doch hoch ein Berliner. Wie kann der nur einen anderen Berliner attackieren? Und was soll das überhaupt mit deinen affigen Bratwurst-Chakus da, Ali? Affig? Wenn ich mich recht erinnere, haben die gerade euer Leben gerettet. Ich will auch eine fette Waffe, einen Katana, Wurfsterne oder einen Streck-Dich-Stab. Wo hast du deine Wurstwaffe überhaupt her? Und wieso wollten die drei uns überhaupt umklatschen, Ali? Scheint, als wär's mal wieder Zeit für... Ali Dance. Die Bratwurst, Chakus. Du stirbst deinem Titan ab. Oh mein Gott. Boah, Ali Dance, Das war damals auch noch ein Format, was super geil war. Hilfe! Genau, ich habe einen gesehen! Nein, die hat mir entsprechend das Schwein in einem rosa Tütü aus seinem Bauch Speck gefertigt und dann mit heiligem Weihwasser gesegnet, Chan. Echt jetzt? Nein, du Trottel, wir sind hier nicht in einer deiner abgefahrenen Manga-Welten. Bin kein Trottel. Ich habe die Bratwurstwaffe gefunden. Direkt am Strand ist nämlich eine Art Metallbunker. Da war sie in einer Kiste mit meinem Namen drauf. Als ich gerade dabei war, alles zu inspizieren, gab sie erstmal so eine komische Durchsage. So ein Typ meinte via Lautsprecher, ihr wurdet auserwählt, die ersten Clash aller Zeiten zu sein. Das bedeutet, ihr müsst in zwei Gruppen zu je 5 Leuten gegeneinander antreten. Clash A, Iblali, LeFloid, Chan, Mrs. Vlog und Tuddle. Clash B. Oh mein Gott, da fällt mir gerade so ein, das waren noch die Zeiten, wo Tuddle noch cool war. Oh mein Gott, das war ein Ei, das ist so lange her. Da war YouTube nochmal eine ganz andere Welt. Alter, das ist schon wieder so abgefuckt. Eine weitere Runde Survival Games. GRP versus Tuddle und so. Die Frage ist nur, Manu, wo ist jetzt das Problem, Alter? Schätzt du's nicht, Mann? Wir sind nicht im selben Team. Wir müssen uns hier echt umdrehen. Nein, Manu. Aber dafür bekommst du jetzt ein richtig reales Date mit Kelly, a.k.a. Mrs. Vlog. Das ist natürlich auch was richtig Nices, oder Manu? Also, wo wollen wir hin? Wollen wir ins Kino gehen oder in eine Bar? Schiffen und nirgendwo! Hier gibt's nichts von beiden, du dumme Kuh! Ah, das ist... Da hat Kelly auch echt mal so ein Video gebracht, ey. Von wegen, das... Wie... Keine Ahnung, irgendwie so von wegen... Ein Tutorial, wie man eine Frau datet. So richtig gestört, ey. Auch dann so die Auswahlmöglichkeit, entweder gehst du dahin... Oder du gehst dahin. Und wenn du dahin gehst, dann ist das falsch. Und wenn du dahin gehst, ist das richtig. Und super gut. Na, Manu, so redet man aber nicht mit einer. Hallo? Ich kann ganz gut für mich alleine reden. Okay. Was zu tun ist, liegt doch glasklar auf der Hand. Ach. Ja, wer so eine ranzige Maske trägt, ist böse. Was? Und wer dauernd so hexerisch rumkreischen muss, ist sowieso verdächtig. Hast du etwa noch nie einen Disney-Film gesehen? Wobei Once Upon a Time mich ja eigentlich gelehrt hat, dass es nicht nur schwarz und weiß gibt und böse es auch gut sein kann, aber... Aber das wird mir jetzt zu kompliziert hier. Gut, gut, böse. Komm, Tuddle, wir suchen den Rest vom Clash, ey. Oder wie auch immer die böse Stimme aus dem Off unser Team genannt hat. Okay, voll die Quest. Erst Gruppe finden und dann ins nächste Level vorstoßen. Nächstes Level vorstoßen? Ja. Du perverses Dreckschwein! Was? Nein, Mann, Kelly, so doch nächstes nicht. Nächstes Level? Hä? Verstehe ich nicht. Oh, doch. Jetzt, glaube ich. Komm jetzt, Tuddle. Okay.
Mach's gut, Manu. Aber tschüss. Aber du hast gesagt, mein Arm ist schön. Wie kannst du jetzt gehen? War das alles nur gelogen? Adios. Also gut. Tja, Leute, hier sind wir endlich beim langersehnten Tube Clash. Eure 10 Lieblings-YouTuber im Kampf um Leben und Tod. Was die allerdings nicht wissen, ihr zu Hause, also genau du da, du entscheidest am Schluss des Videos, wie es mit allen in der nächsten Folge weitergeht. Alles liegt in deiner Hand und im Gegensatz zu RTL meinen wir das wirklich ernst. Aber erstmal schauen, wie es unten weitergeht. Tschua! Na, 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 was ist denn los, Manu? Köpfchen hoch, der Papa ist doch für dich da. Aber hat mich einfach zurückgelassen. Ich will ihn zerficken. Hui, mein Jungspund, wasch dir schnell den Mund mit Seife aus. Aber komm mal her, keine Sorge, du bekommst deine Chance auf Rache. Guck dich doch um, wir zwei sind Taktiker durch unsere Gamer-Erfahrung. Dann haben wir den Doktor Allwissend, der ist einfach, naja, allwissend. Was will man mehr? Ein bisschen Allwissenheit ist doch auch was Gutes. Und Cuddy, aka Coin Mirror. Hallo, Herr Stein. Sie sind aber ein ganz harter. Oh, und Sie ein ganz langer. Hart und lang. Oh Mann, ey. Ist oh Mann. Sehr kreativ. Noch ein Stein und sie hat ein Schwert gecraftet. Wir sind das perfekte Team. Also ich glaube nicht, dass es irgendetwas gibt, was uns vier runterziehen kann. Ach doch, Julians Block. Shalom Aleikum, ihr Hurensöhne. Der unangefochtene Clash King des Universums ist eingetroffen. Ihr Luft. Jetzt mal aus Interesse. Kennt den eigentlich noch von euch jemand heutzutage? Oder ist der mittlerweile so ausgestorben, dass den gar keiner Sommer juckt? Seid also mein Team? Verflixt, da hat uns das Schicksal aber auch wieder einen Streich gespielt. Na, ihr Nudeln, alles fit bei euch? Hey, Tadel, Kelly, cool, dass ihr auch dabei seid. Hallo, Freunde. Konnichita, Konnichita-Wurst, irgendwie so. Genau, Chuck, genau. Huch, ich dachte, wir sind nur zu fünft, aber der liebe Herr Tutorial ist ja auch dabei. Ich hab's euch doch gesagt. Und jetzt seid ihr dran. Ihr könnt die Geschichte auf zwei Arten... Ach, das war's schon? ...beeinflussen. Zum einen entscheidet ihr, wie die Story weiterverlaufen soll. Drückt jetzt Pause und schreibt in die Kommentare, was ihr für die nächste Folge wollt. Entkommen unsere Freunde Sammy Titani... Herr Titanie... Nein, dem Titan so... Sollen Kelly und Tuttle echt auf ein Date gehen? Oder doch lieber Mr. Allwissend an einer Karte der Insel rumdoktern, um mit Gronkh und dem Rest das Team zu beschützen? Wird Julian sich integrieren oder gibt er generell kein F*** und zieht sein Ding durch? Eure Kreativität ist gefragt. Ab mit euren Vorschlägen in die Kommentare. Daraus basteln wir nämlich das Skript für die nächste Folge zusammen. Kommen wir zur zweiten Art der Mitbestimmung. Klickt euch durch alle Teilnehmer. Ja, okay. Das war's tatsächlich schon. Und... Alter! Das war super! Das war einfach gut! Oh mein Gott! Boah, ich glaube, ich habe was zu tun für die nächsten Tage. Ich werde mir, glaube ich, echt Tube Clash nochmal komplett geben. Alter Finne. Moment, passiert da noch irgendwas, bevor ich jetzt hier, nee. Das Rausvoting und dann... Okay. Ja. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich werde mir jetzt Tube Clash weitergeben. Ich werde es auch mal unten verlinken, falls ihr da Bock drauf habt. Und... Alter, es war so schön. Ja, hätte ich nicht gedacht. Also... Da kamen Erinnerungen wieder hoch und wow, dauerhafte Gänsehautmomente, weil einfach dieser Humor von früher immer noch zutrifft und all sowas einfach so super schön. Das ist, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das lässt mich relativ kalt, sag ich mal, aber es ist genau das Gegenteil passiert. Ich will weiter gucken. Scheiße, Mann, damit hätte ich nie im Leben gerechnet, aber wow, was so ein 6 Jahre altes Video noch bewirken kann, das ist echt nicht schlecht.
So, das war mein erstes React. Ich hoffe, es war vollkommen in Ordnung irgendwie. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß daran. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt Let's React oder irgendein Game-Video. Keine Ahnung. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.